Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Hitman Blood Money. Wir spielen hallo. Jetzt, je nachdem wie ihr das seht, Mission, ich glaube 4. Nach meiner Rechnung, bei euch könnte es allerdings schon Mission 6 sein, denn ich habe das... auf jeden Fall Mission 4. Genau. Wie wir sehen, alle hier. Genau, wir machen jetzt einfach die Mission, wo wir den Typen umlegen müssen. Also den Vinnie Slugger Sinistra, das ist so ein reicher Kerl. Warum der genau nochmal sterben muss, weiß ich allerdings nicht. Auf jeden Fall, er muss sterben. Okay. Ich weiß noch schon, wie wir das machen. Jetzt muss ich aber euch mal meine Silver Baller zeigen. Hier. Sieht doch ganz anschaulich jetzt aus. Ja. So, also als erstes, also das ist jetzt eine reiche Mega-Hütte. Das erste, was wir machen, wir klauen uns Donuts. Und mit unseren geklauten Donuts. Warum haben wir geklaute Donuts? Weil wir die geklaut haben, ja, genau. Nee. Ich muss so ein paar nette Sekunden aufnehmen, wird sofort fortgesetzt. Okay, ja. Bin ich wieder. Und ich auch? Genau. Die Donuts, die nehmen wir uns. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie das jetzt hier geht. Also ich glaube, die Donuts müssen wir jetzt hier vorschmeißen. Oder warte mal, da müssen wir gerade was machen. Put down Donuts. Ah. So, jetzt müssen wir hier warten. Ah, genau. Und das ist natürlich kein Lauritz und Co. hier. Das ist FBI. Genau. Also. Naja, da das. FBI ist irgendwas für die Polizei, ne? Ja, FBI, Amerika. Kennt ihr vielleicht? Das hier wäre ja alles möglich. Ja, genau. Aber sie sind nicht gerade helle, ne? Sie futtern einfach Donuts, die sie auf der Straße finden. Ehrlich? Ja, also eklig. Ich habe die Donuts gerade auf die Straße gelegt, natürlich in der Verpackung. Was machen die Vollidioten? Nehmen sich diese und essen sie auch noch. So, die Tür closen wir mal wieder und wir nehmen uns jetzt den Suit von der von so einem FBI-Typen. Wir stehen natürlich als Videotape, falls wir mal auf eine Aufnahme drauf kommen. Mhm. So, jetzt können wir hier natürlich auch mal so gucken. Ne, ging das da? Ging das hier? Ich glaube, hier ging das. Nein, hier geht's nicht. Geht's auch nicht. Nein. Man kann ihn auf jeden Fall hier anrufen, aber ich weiß nicht, was mir das bringt. Schreibt's doch mal in die Kommentare. Genau, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, da klingelt, da liegt ein Telefon jetzt direkt so auf der Spitze meines Kopfes jetzt. Und das klingelt, dann geht er da einfach ran, aber es passiert nichts. Mhm. So, und wir brauchen unter anderem auch einen Mikrofilm. Wie wir jetzt allerdings an den kommen, muss ich mal nachgucken. Ja, also sie hier trägt den als Halskette. Also ich habe jetzt hier eine junge Dame stehen und die hat eine Halskette. Und ja, habe ich mir gedacht. Das ist ein Mikrofilm, den soll ich klauen. Aber da sie mir den nicht freiwillig hergeben wird, muss ich sie so einigermaßen K.O. Naja, was heißt hier K.O. auf jeden Fall stilllegen. Soweit ich weiß, würde es auch eine Möglichkeit sein, die Flasche hier einfach mit Gift zu spritzen oder mit Betäubungsmittel, aber ob das funktioniert, weiß ich nicht. Das wäre aber die altbekannte Hitman-Art, ne? Ja, aber da haben die mich immer bei erwischt. Ach so. Also ich weiß ihren Weg, den kann ich euch ja schon mal gerade zeigen. Die wird jetzt hier langlatschen und langlatschen. Kann man den Grill sabotieren? Nee. Da könnte ich auch Gift reinspritzen, dann bestehen einfach zu viele Leute, die das sehen. Und dann geht's auch noch weiter. Dann geht die hier rein. Geht hier eine Runde baden in so einem Swimmingpool. Und dann geht's hier lang. Mhm. Hier könnte ich ja eigentlich hergehen und... Ach, aber hier kommen Leute durch. Das ist ja auch doof. Ich könnte natürlich versuchen, sie... Oh, was ist denn das hier? Ist das jetzt was zum Anziehen? Das ist auf jeden Fall so ein Sack, den man nur zum Anziehen. Ist ja cool. Na dann. Kann man hier drin irgendwas machen? Ich
weiß gerade nicht. Auf jeden Fall, ich könnte versuchen, sie hier reinzuloggen mit einer Münze oder sowas. Und dann lege ich sie einfach da drin um. So, und jetzt geht sie ihren Weg hier lang. Ich könnte natürlich versuchen, wenn sie jetzt hier im Swimmingpool ist, ihr einfach hier schon eine Giftspritze zu geben, aber hier sind einfach zu viele Leute, die durchs Fenster gucken können. Ja, also Dann wollen wir natürlich auch nicht, ne? schießt doch die Leute oder gibt den Leuten im Fenster die Giftspritze und dann. Ja, nein, ich habe hier so eine Art Glaswand mit so zwei Türen drin. Da können die von außen alle umgucken. Das sind zwei FBI-Leute, ein Clown. Da läuft wirklich ein Clown rund und ein Bademeister. Spritzgift ans Fenster. Ja, super, was habe ich davon? Die können nicht mehr durchgucken. Ach super, das Fenster ist einfach zu groß. Ja, okay. So ideenreich ist Herr Hitman nicht. Hoffen wir mal, dass es ein Absolution so wird. Es wäre übrigens auch Let's Playen werden. Voraussichtlich, möglicherweise, oder auch nicht. Vielleicht. Also ich habe es immer geschafft, bisher sie hier umzubringen, aber der Typ schnüffelt mir, glaube ich, zu viel. Boah, jetzt kommt sie, verdammt. Wenn ich mir jetzt mal den ersten einen umbringen und dann um sie kümmern hier. Also ich versuche es jetzt einfach mal mit dem Plan, den ich hatte. Oh, nicht so schnell. Einfach da mal hier. Nein, sie hat es nicht mitbekommen. Schade. Na, dann werden wir ihr mal hinterhergehen. Sie wird schon irgendwo hinlaufen. Aber ich würde es natürlich auch gern so machen, dass ich es so durchziehe, dass es keiner sieht. Ah ja, hier. Ich probiere es einfach mal. Wartet mal. So. Poison, also Gift. Ups. Jo, ich bin wieder da, ne? Ich war kurz weg. Na gut, ne, so geht's auch. Also ich habe sie erstmal K.O. schlagen müssen. Sie hat nämlich blöderweise meine Giftspritze gesehen. Das sollte sie eigentlich nicht. Oh, er ist gerade nach oben gegangen. Das nutzen wir natürlich. Jetzt muss man auch den Weg nach oben finden. Da. Oh nein, er kommt gerade wieder. Oh nein, oder doch? Geht rein, geht er rein, geht er raus, geht er rein, geht er raus. Ups, das habe ich so umgebracht, aber vergessen, den Mikrofilm zu nehmen. Na, das können wir ja noch nachholen. Okay, da steht gerade keiner vor. Jetzt müssen wir es noch schnell den Mikrofilm holen gehen. Verdammt, wie komme ich jetzt nochmal zu dem Ort, wo sie gerade gestorben ist? Ist das hier durch? Ah, jetzt bin ich hier in der Garage. Will ich gar nicht hin. Oder hier? Nee, bin ich in der Küche. Will ich auch nicht hin. Ach, nee, da geht's zu dem einen Raum. Ach, komm. Wo habe ich sie gerade umgebracht? Irgendwo war das doch. Hier war das, oder? Dann jetzt. Hier, ja, da liegt's ja. So. So, also Mikrofilm haben wir. Wir müssen uns jetzt nur noch irgendwie wieder aus dieser Villa rausbewegen. War das da? Nein, was nicht. Andere Richtung. So. Das hätten wir soweit. Und im Grunde genommen wäre das auch schon. Mist, jetzt hat den jemand gefunden. Das ist ja gar nicht toll. Du warst es ja nicht. Ja, ich habe es aber gerade fast bis zum Exit geschafft. Jetzt gucken wir mal, was das gibt. So, also das war es im Grunde genommen auch schon für die Mission. Ist eigentlich ganz simpel. Ja, ich glaube, das ist nicht so. Also Total Kills 2, Bodies Found 1. Es ist nicht so. Aber es gibt trotzdem noch einen Hitman da drauf. Das ist doch noch ganz akzeptabel. Ja, und dann. Da gibt es aber nur wenig Geld für. Das ist ja. Naja. Okay, wir sehen uns bei der nächsten Mission. Bis später. Tschüss.